bis weit an die Berge. Und wer nicht so weit auf will, der kann auf der Wiesn mit dem Heidi Coaster fahren. Und weil ich mich so neue Sachen nicht drauf habe, bei mir wieder der Alessandro Bergmeister mit. Jetzt geht's gleich los. Ich bin den Heidi Coaster noch nie gefahren. Alle, bist denn du schon mal gefahren? Ja. Und wie war's? Ich verrate nicht zu viel. Ja gut, dann müssen wir es uns so schauen. Und es geht schon mal schnell hinauf. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Also die Kurve. Gemütlich war es da toll. Wow. Wahnsinn. Also Christina, letztes Jahr noch im Power Tower, heute beim Heidi Coaster. Woher ist die Idee zum Heidi Coaster gekommen? Ja, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das war mein Mann. Ja? Also mein Mann hat gesagt, Heidi Coaster ist ein guter Name. Da war ich eigentlich erst gar nicht so von überzeugt. Dann hat er aber gesagt, wir kriegen eine emanzipierte, erwachsene Heidi mit scharfen Kurven. Und die wird dann auch noch tätowiert. Und da habe ich gedacht, Heidi ist schon eine Marke. Das stimmt. Und auch ich habe von der Heidi heute ein Foto gekriegt. Und wenn ihr jetzt auch so ein Foto wollt, dann geht's einfach in die Schaustellerstraße direkt gegenüber vom High Energy.